Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro 2 Gateway to Glimmer. Und wir gehen jetzt nach Götzenbach. Mir ist gerade eingefallen, das war voll dumm, in diese Welt zuerst zu gehen. Warum habe ich das gemacht? Ich kann das Level auch verlassen. Ich glaube, das mache ich auch direkt mal. Weil das Level können wir noch gar nicht komplett machen, ist mir gerade mal so eingefallen, weil wir ja noch nicht tauchen können. Und das ist dämlich, dann irgendwie hinter das ganze Level nochmal praktisch zu spielen, um halt eine bestimmte Quest darin zu machen. Deswegen gehen wir später nach Götzenbach. Sorry! Ich hatte da ganz kurz eben noch dran gedacht und dann schon wieder vergessen. Deswegen, wir gehen nach Kolossus. Da können wir wenigstens direkt alles machen, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Dann hat wohl der Yeti gerade den Kumpel von ihm gefressen, anstatt die Ziege. Miep! Das ist mir jetzt erst klar geworden, was in dieser Cutscene dann damit praktisch angedeutet wurde. Mega grausam! Ein Yeti hat in unserem Haus gewütet. Aber wir konnten ihn fangen, indem wir alle Türen geschlossen haben. Wenn du mit den anderen Brüdern sprichst, öffnen sie die Tore und bringen dich zu ihm. Diese Synchro, einfach nur zu geil. Vor allem Bruder Harry. Hast dich aber ganz schön verändert seit unserem Abenteuer in Silent Hill. Auch voll süß. So ein kleiner Pinguin quasi. Oh, niedlich. Also teilweise kann man hier in Spyro echt Niedlichkeitsattacken ohne Ende kriegen. Hi. Mit Konzentration müsste ich diese Tür für dich öffnen können. Ja, dann mach mal. Toller Tanz und Gesang. Das war cool auch schon so, what the fuck? Die Tür ist auf. Lass mich in Ruhe. Ich versuche zu meditieren. Ist klar, Junge. Ich dachte nur, dass du gesagt hätte, Idiot. Die Tür ist offen, du Schwachkopf. Geh doch endlich durch. Ich finde es so geil, auch hier wirklich in Spyro 2, dass bei jedem Level, das wir betreten, so eine extra Filmsequenz dann kommt für diese Welt. Das ist schon ziemlich cool. Diese Mucke, ey. Wer braucht einen Schlüssel, wenn man so singen kann? Also ich würde behaupten, besser singen zu können als du, aber ist okay. Oh. Gegner wie diese Yaks sind zu groß zum Umstoßen. Dein Feuerstoß sollte solche großen Gegner leicht erledigen. Ich weiß, ich bin denen eben schon begegnet. Danke, Fünkchen. Na, wer will zuerst aufs Maul? Warum bist du an mir vorbeigerannt?
Der ist irgendwie einfach nur wie, keine Ahnung, von was gestochen hier gerade hin und her gelaufen. Also geht doch nicht. Na, wie viel brauchst du? 11 Stück, okay. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, wird ein Geisterpartikel freigesetzt. Die Geisterpartikel aktivieren den Powerpunkt in dieser Welt. Wenn der Powerpunkt nicht funktioniert, musst du mehr Gegner besiegen. Ich weiß. Der kleine Pinguin da gerade stand so, Hilfe! Yippie! Scherben bringen Glück. Ja. Ach, ich mag die Musik in den Spyro-Spielen. Einfach nur cool. Oh, hey. Ich weiß schon, ich glaube, ich habe eine dieser Vasen mal übersehen. Und, oh. Hey, schau, was ich kann. Ja, du machst uaiaiaiau. Wetten? Genau. Ja, hast du ganz toll gemacht. So wurde der Fahrstuhl erfunden. Wow. Das hätte fast nicht funktioniert. Ey, mach kaputt. Zumindest haben wir inzwischen schon genügend Geld, um Geldsack zu bezahlen fürs Tauchen. Denk an Jägers Rat. Du gleitest am weitesten, wenn du auf dem Höhepunkt deines Sprungs X drückst. Ich weiß. Haltet ihr mich eigentlich alle für Beschuggel? Oh, tut mir leid, kleiner Pinguin. Oh, Statue. Obwohl ich Vegetarier bin, finde ich, dass du den Yeti abfackeln solltest. Ja, er ist aber ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Hallo, ich bin Spyro, ich kann so ziemlich alles. Obwohl ich... Ja, okay. Ich dachte, du sagst doch irgendwas Interessantes. Ich dachte, der Yeti wäre stärker. Er war wohl nur aus Pappe. Ich habe jedenfalls nur unseren heiligen Talisman bewacht, damit der Yeti ihn nicht frisst. Oh, hast du fein gemacht. Aber ich war das ja nicht mal. Das war ganz klar Selbstmord. Es tut mir leid. Ich habe es nicht verhindern können, euer Ehren. Es gab irgendwie eine Möglichkeit, hier schon eher hinzukommen. Und dann war hier nämlich an der Seite diese Treppe, genau. Weil das Glas da ja noch nicht kaputt war. Ich muss irgendwo einen Gegner eigentlich übersehen haben. Hey, wir können Schlittschuh laufen. Ja. Ich frage mich nur, wo ich einen Gegner übersehen habe. Ich habe doch eigentlich alle gekillt, wirklich. Nicht, dass hier eine weggebackt ist. Das wäre ärgerlich. Ah, Spyro, willkommen. Wir finden, Hockey ist ein friedlicher und beruhigender Sport. Möchtest du gegen unseren Torwart spielen? Also friedlich und beruhigend passt irgendwie nicht zu Hockey, wenn du mich fragst, aber ist okay. Klar. Du hast 2 Minuten, um 5 Tore im roten Tor zu schießen. Okay, sollte klappen.
Oh Mensch, Junge, schieß doch nicht irgendwo, keine Ahnung wohin. Zum Glück gibt's keine gegnerischen Punkte. Ist eigentlich ziemlich einfach, ihn zu verarschen. Och Mensch. Manchmal habe ich echt Glück und er schießt mit dir direkt eigentlich zu. Aber weil wir gegeneinander spielen, ne, klar. Yay, meine Fans lieben mich. Der fällt immer wieder auf den gleichen Trick rein, das ist herrlich. Ah. Nein, nimm. Yes, hat noch gezählt. Oh, ich dachte schon, den kann ich jetzt direkt nehmen. Das schaffen wir. Nur noch ein Tor in einer Minute. Los, letzte Spielminute, Spyro. Gib alles. Deine Fans lieben dich. Puh. Das war knapp. Gut gemacht. Nimm das. Ja, mach ich. Möchtest du einer gegen einen spielen? Klar. Der Erste mit 5 Toren gewinnt. Du schießt auf das rote Tor. Los geht's. Aha. Oh, spiel mir doch zu, Kumpel. Wir spielen doch zusammen. Ach, scheiße. Yes! Du siehst so dümmlich und scheiße aus. Junge, du sollst mir zuspielen! Och, schade. Schade, schade, schade. Wow! Ah, Mist! Ich habe ihn aber direkt wieder, sehr schön. Einmal eine große Runde. Ah, schade, hat nicht gezählt. Gib mir den Puck. Haha. Los, spiel doch zu mir. Dass sogar das doch zählt, wenn ich im Tor stehe, ey, das ist echt geil. Dankeschön, geht doch. Oh, Mist. Oh, nö. Yes. Geht doch. Genau, so muss Zusammenarbeit aussehen. Oh, nö, schade. Das hat nicht so gut funktioniert. Na, wenn ich das Ding betrete, dann ist das Spiel vorbei. Wo ist er? Ach, Mist, nein. Los, nimm doch. Das ist aber auch gerade ein Krampf hier.
Schade. Ah. Och nö. Ach Manu. Echt, ey, dieses letzte Tor, das so schwer gerade hier ist, ey. Wow. Nein, 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 nein. Mann, das war jetzt aber echt hier ein Krampf. Jetzt spielt er schon nicht mehr zu mir. Du hast mich enttäuscht. Ich spiele alleine jetzt. Wo ist der Gegner? Hey. Gib mir den Puck, gib mir den Puck, gib mir den Puck. Hallo. Das ist so. Oh. Juhu! Oh. Gut gemacht. Nimm das. Wenn du lange genug drauf starrst, siehst du vielleicht gar nichts mehr. Ja, da würdest du dich drüber freuen, ne? So siehst du auch aus. So. Der Typ kann jetzt alleine weiter trainieren. Ich mag nicht mehr. So, dann schauen wir mal, wo ich den letzten Gegner noch übersehen habe. Oder galt der Yeti als Gegner? Das ist hier jetzt... Ah, jetzt funktioniert es. Okay, alles klar. Wollte schon gerade sagen. Oh. Gott sei Dank hast du diesen bösen Geist verjagt. Aber jetzt versteckt er sich in den Statuen. Fackelst du alle 10 Statuen auf einmal ab, verjagst du ihn sicher für immer. Okay. Das ist relativ leicht auch zu erkennen. Na, wie unglücklich der Geist guckt. Da tut er einem schon fast leid, aber halt auch nur fast. Haha, Arsch verbrannt. Ach, du bist auch so schlau, ohne den Stein anzugreifen, auf dem ich stehe. Oh, da oben sind ja noch Sachen gewesen. Sehr schön. Es ist doch immer wieder faszinierend, wie diese Raketen sich eigentlich völlig willkürlich, ja, ich weiß auch nicht, wie die erstmal so völlig orientierungslos zu sein scheinen, dann doch aber hinter an ihr Ziel kommen. Und auch hier ist ja gar nichts mehr. Auch gut. So, war hier am Anfang noch eine Fragezeichen? Also hier auf jeden Fall nicht. Bei dir sowieso nicht da vorne. Aber nee, okay. Hier vorne ist keine Statue mehr. All klar. Da ist eine. Die habe ich nämlich gerne mal übersehen. Okay, lagen echt nur die zwei hier rum. Fuck. Ja, okay, ist eigentlich egal, ne? Aber trotzdem. Also Spyro könnte auch gut beim Zirkus arbeiten und dort auftreten. Also der kann ja echt so einiges. Thank you.
Yeah, alle Edelsteine schon mal beisammen. Wow. So, noch zwei Stück. Hier ist einer. Und bei dem einen Typi war hier noch einer, hier vorne. Genau, da hinten. Gut gemacht, Spyro. Du hast den bösen Geist verjagt. Warum nimmst du nicht das hier? Ich hab's vom Tempel geliehen. Ha, sie brauchen es nicht. Du kleiner Dieb. Ich bin froh, dass dieser böse Geist weg ist. Der hat mir echt Gänsehaut gemacht, kann ich dir sagen. Ja, glaube ich dir. Okay, dann ja, können wir das Level verlassen. Level geschafft. Ab nach Hause. Naja, zum Sommerwald halt wieder. Also teilweise sind die Sachen hier schon echt ein bisschen grausam. Da denkt man sich doch so, aber es ist doch ein Kinderspiel. Aber naja, gut. Dann können wir mal eben rein theoretisch noch tauchen lernen. Aber... Ach nee, wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich auch im nächsten Part. Wir haben ja jetzt eigentlich genug Action hier gehabt. Und der Part ist ja wirklich lang genug. Haha, Opfer in die Ecke gedrängt. Miau. Naja, so. Ja, Kolossus haben wir geschafft. Der Talisman ist da ja jetzt auch zu sehen. Gelle? Ja, genau. Und, ja, soweit, so gut, ne? Im nächsten Part lernen wir dann auf jeden Fall schwimmen und dann gehen wir auch dementsprechend, also beziehungsweise tauchen. Dann gehen wir auch wirklich in Götzenbach und erledigen dort alles und... Ja, ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Spyro 2. Ich mache hier nämlich erstmal auch einen Cut. Ich kann auch nochmal eben so speichern, sicherheitshalber. Sicher ist sicher. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye.